Einen wunderschönen guten Tag, liebe Teilnehmer und Zuschauer des heutigen JFD Live-Sharding Workshops rund um die Cluster-Analyse. Gebt mal kurz ein Feedback in den Chat, ob ihr das Bild seht und den Ton klar und vor allen Dingen ohne kleine Störeffekte hört. Das wäre ganz wichtig, denn hier und da bin ich teilweise eingeschränkt online unterwegs und muss mich hier gewissen Hilfsmitteln bedienen. Das soll uns aber nicht davon abhalten, eben heute die Webinar-Action zu starten. Und ich bekomme schon das Feedback rein, dass das gut aussieht und ich wohl auch zu hören bin. Insofern willkommen zur technischen Cluster-Analyse inklusive aktueller Trading-Ideen. Freue mich ganz herzlich, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr seht es, wir sind hier im Duo unterwegs. Der liebe Bernd und meine Wenigkeit sind am Start. Ich werde mal sehen, dass ich auch das Mic freigeschaltet bekomme vom lieben Bernd und dann können wir auch direkt in die Vollen gehen, denn neuer Monat, neues Glück und da wollen wir doch gar nicht so viel Zeit verschwenden. Bernd, grüß dich, bist du schon online? Hallo Chris und sonnige Grüße in die Runde. Kann man mich hören? Ausgezeichnet, Bernd, sonnige Grüße ist gut gesagt, denn in der Tat haben wir ja den Juli, teilweise recht stürmisch, aber die Wetter, sage ich mal, Temperaturen sind ja auch hochgradig angenehm. Ist es bei dir sonnig? Bei uns ist es teilweise wieder mal ein bisschen bewölkt, aber nicht so schlecht, wie es sein sollte. Heute Morgen war strahlenblauer Himmel und zieht es ein bisschen zu, aber angenehm warm, sagen wir es mal so. Also, So wie alle. es, so wie, ja. Ja, hervorragend. So wie es im Sommer sein soll, meine Rede an der Stelle. Wie gesagt, bei uns waren die Temperaturen auch teilweise ein bisschen dynamisch, immer mal wieder zuziehend und die Meteorologen irren sich ja meines Erachtens mehr noch denn je. Und da sind wir auch ein Stück weit beim Thema, denn es geht natürlich um Prognosen und Analysen und gerade die Meteorologie schaut ja auch auf statistische Daten, wertet ja praktisch Datenmaterial aus, was im Übrigen gar nicht mehr menschlich erfassbar ist. Also die Wetteranalyse bzw. Prognose ist so hochgradig, ja, Chaostheorie lässt grüßen, von so vielen kleinen Abhängigkeiten beeinflussbar, dass es halt tatsächlich ein Stück weit sehr schwierig ist, treffende Prognosen zu finden. Und ich muss ehrlich sagen, seit dem Pandemieausbruch und seitdem, gut, jetzt sind wieder mehr Flieger in der Luft, aber auch weniger Flieger in der Luft waren, die natürlich auch Wetterdaten gesammelt haben, sind die Prognosen meines Erachtens wirklich grottenschlecht geworden. Also ich muss ehrlich sagen, es heißt, übermorgen soll es regnen oder die Sonne scheinen und es ist komplett anders. Also ich finde, man kann sich da noch weniger drauf verlassen als früher. Insofern ist der Blick raus in den klaren Himmel immer das Beste. Oder wie tätigst du das, Bernd Boy? Ich finde, man muss es so nehmen, wie es kommt. Ne? Ich meine, es gibt gute Kleidung, schlechte Kleidung oder ja, man muss es so nehmen. Wir können das Wetter nicht ändern. Aber wo du es jetzt, ja, wir können es noch nicht ändern. Vielleicht in 100 Jahren, ich weiß es nicht. Chinesen versuchen ja da auch immer wieder was zu machen, Es gibt aber ja. Es gibt ja da auch verschiedene Theorien und Anhänger gewisser Wolkenmanipulationen und es wird ja auch da über Hartmodelle und gewisse Sachen schon seit, ich glaube, fast Jahrzehnten geschrieben, dass die Wetterbeeinflussung ja wohl doch schon stattfindet. Aber dieser Sache wollen wir uns jetzt nicht hingeben, Nein, sondern aber einfach der Tatsache. Ja. eine kleine Anekdote habe ich vielleicht noch. Ich habe letztens einen Bitte. Artikel gelesen oder einen Bericht gelesen oder ein Buch. Was? Da ging es darum, pass auf, und da ging es darum, dass rein theoretisch ein Schmetterling in Brasilien das Wetter in den USA beeinflussen kann. Das ist die Interessant. klassische Chaostheorie, muss ich sagen. Ja, Die ist schon, also genau. das ist, also ja genau, praktisch, man sagt auch, der Schmetterling in Fernostasien oder in Brasilien kann auf dem anderen Teil der Erde sozusagen den Hurrikan auslösen. Das sind eben genau die Sachen, wo ich sage, es ist so mega komplex und da haben wir es etwas einfacher, ich sage auch nur vorsichtig bedingt, denn wir an den Finanzmärkten versuchen natürlich uns auch hier zurechtzufinden, aber wir haben nun mal die Price Action, die allen voran analysierbar ist und auch auswertbar. Und gerade das im Kontext unserer nun doch schon, sage ich mal, ja, Cluster-Analyse, die wir ja hier vollziehen im Rahmen verschiedener Elemente der technischen Analyse, wo wir einfach versuchen, den Nenner relativ stringent zu finden, haben wir es sozusagen ein Stück weit einfacher als eben in dem Wetter, ja, Orbit zu agieren, obgleich natürlich wir am Ende des Tages immer wieder mit den Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und das ist ja das, wo wir hier euch heute was zeigen wollen. Und da will ich gleich mal ganz voranschicken an der Stelle, wer einen Wunschwert hat oder den analysiert haben will,
dann bitte mal in den Chat. Ich sehe auch gerade, der Jörg schreibt gerade was rein. Andreas sitzt mit der Badehose da, bisschen zu eng, meint er, aber ansonsten alles gut. Grüße in den Norden. So, was haben wir hier? Ist alles umgesetzt. Ja, das Wetter, gut, Einfluss der Wetterbeeinflussung ist schon am Laufen. Wie gesagt, da gibt es tatsächlich viele, ja, Theorien oder auch Mythen oder auch ja teilweise Wahrheiten. Am Ende des Tages müssen wir uns mit dem auseinandersetzen, was uns unmittelbar beeinflusst. Es ist zwar ein sehr lapidarer Spruch, aber wenn eben in China ein Sack Reis umfällt oder der Schmetterling die Flügel schlägt, kann ich lange drüber nachdenken, aber am Ende des Tages ist es ja wohl so, wie wirkt sich das auf mich aus? Wie wirkt sich das auf uns, auf unser Umfeld, eben auf unsere Gegebenheiten aus? Und genauso ist es ja mit den Märkten. Wir wissen um die Ukraine. Eskalation, das hat ganz massiven Einfluss auf die Märkte genommen, beruhigt sich momentan wieder ein Stück weit, aber es ist natürlich was, was uns lange begleiten wird. Und insofern wollen wir mal langsam starten, würde ich sagen. Bernd, ich gebe dir dann gerne auch den Bildschirm noch rüber. Ich sehe aber, der Flow ist ganz gut, überraschenderweise. Ich bin wirklich über diese mobile Datenqualität überrascht und das freut mich an der Stelle. Will aber an der Stelle direkt anfügen, dass wenn wir hier natürlich jetzt über Werte sprechen und die unter Umständen auch kaufen, gekauft haben oder eben Ideen ableiten, die hier zum möglichen Handel animieren, dann ist das genau nicht das, was wir meinen, sondern das ist unsere subjektive Einschätzung, liebe Leute. Deswegen haltet da immer mit dem eigenen Maßstab einher oder geht mit dem eigenen Maßstab einher und trefft eure eigenen Entscheidungen, ohne da hier praktisch das als Handelsaufforderung zu sehen. Denn wir machen hier keine Anlageberatung, sondern kümmern uns um unsere Einschätzung und lassen euch daran sozusagen teilhaben. So, Bernd, ich habe gleich mal zu Beginn den Goldpreis mitgebracht. Wenig Sehr überraschend, schön, sehr schön, sehr schön, ja. du wirst Gold. wahrscheinlich wissen, worum es sich dreht. Ja, um den Rainbow und den Train. Ich will jetzt, nee, den Goldpreis, nee, den Goldpreis hatte, ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht, weil der Markus hatte den Goldpreis, glaube ich, jetzt dreimal hintereinander irgendwie im Ach, Fokus. tatsächlich. Aber ja, den hat er eigentlich immer im Fokus, ist schon klar. Aber der Goldpreis ist natürlich immer interessant, also dann leg mal los. Genau, wie gesagt, wir sind ja hier in der Clusteranalyse unterwegs und der Goldpreis ist natürlich in vielerlei Hinsichten bewertbar. Ihr wisst um die Tatsache, dass wir hier das Rainbow Trading ein Stück weit ja, fokussieren und auch hier, das ist auch ganz spannend, da natürlich in dem Thema weitermachen. Nur Trendfolge soll heute jetzt nicht das Gewicht sein, nur eben darauf hingewiesen, dass der Goldpreis wenig überraschend, wir sehen es auch hier links im technischen Analysechart, abwärts gerichtet ist im Prinzip hier nach der Attacke auf das Allzeithoch vom März grundsätzlich hier mit diesem Bestätigungshoch und dieser wunderschönen Shooting Star Kerze. Also ich muss schon sagen, also ich bin ja wirklich, man darf schon sagen, ein kleiner Candlestick-Fan, achtet aber auch wirklich nur auf 5, 6 Formationen und der Hammer und der Shooting Star in Kombination mit Morning und Evening Star Ableitungen, so will ich es mal nennen, sind für mich wirklich immer herrliche Formationen und das hier ist ja wirklich eine Punktlandung. Obgleich natürlich hier nicht klar war, dass er dann so einen Abwärtstrend einschlägt, aber mit dieser Linienstruktur haben wir eben hier zuletzt gesehen, dass dann am Ende des Tages die Bestätigung, lasst uns die Linie nochmal anlegen hier, dann praktisch im Juni-Verlauf nochmal erfolgte und wir seither eben in diesem Abwärtstrend stecken, was jetzt auch der Rainbow hier untermauert, denn da gab es hier sozusagen diesen Rainbow Spin im Mai-Verlauf. Und der Goldpreis scheint hier nach unten sich zu orientieren. Jetzt kommt aber genau die Tatsache, wo wir ein Stück weit eben auch die Clusteranalyse zu Rate ziehen. Zum einen will ich euch hier mal die Fibo-Levels auflegen. Das ist natürlich immer wieder ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse. Da gehen wir jetzt mal hierher. So, hoch und tief der letzten Bewegung. Das ist praktisch hier dieser Bewegungszyklus, den wir sozusagen reinnehmen. Dann machen wir das Ganze noch, obwohl das prozentual nicht so schwergewichtig ist, gerade auf die logarithmische Einschätzung oder Einstellung vielmehr. Und da sehen wir, dass der Goldpreis unter dem 61er Fibonacci-Level notiert. Das ist grundsätzlich schon mal schlecht, denn dieser Aufwärtsimpuls, den wir hier praktisch gesehen haben, vom Sommer 21 bis zum März, beziehungsweise bis zum entsprechenden Hoch zur Attacke des Allzeithochs, ist sozusagen zu scharf korrigiert. Also die Fibonacci-Lehre besagt ja, je früher sozusagen ein Bewegungsimpuls wieder aufgenommen wird, desto besser. Und da haben wir hier praktisch diese Retracement-Levels. 38, 50 ist die goldene Mitte und dann eben das 61,8er. Und das 61,8er ist sozusagen das letzte der Gefühle, obgleich, und das weiß der ein oder andere Fibonacci-Jünger, es natürlich auch noch andere Levels gibt, wie das 78,6er oder das 76,4er. Jetzt wollen wir es natürlich nicht übertreiben,
Aber eine Gangart ist auf jeden Fall das 78-6er. Das ist sozusagen gerade bei der Harmonielehre ein Extremlevel, an dem man sagt, der Trend ist eigentlich schon ausgebombt, der vorherige, und es wird ein neuer stattfinden. Und genau dann passiert aber hier die überraschende Gegenbewegung. Und wir wollen uns jetzt im Kontext dieser Clusteranalyse auch mal die Saisonalität anschauen zum Goldpreis. Da wird übrigens am Donnerstag auch die Libertär noch was zu sagen. Ich habe ja hier schon, jetzt muss ich mal gucken, den habe ich schon rausgelobt, warte mal, den Link schon reingestellt auf unserem Broaddesk. Kann ich euch gleich auch nochmal reingeben. Hier haben wir ja am Donnerstag praktisch ein Anknüpfungswebinar rund um das Thema Seasonals, dann eben mit der lieben Thea am Start. Da haben wir sie, da gibt es einige Pattern und eben auch den Goldpreis, der hier am Ende des Tages im Fokus stehen wird. Anmeldungslink schicke ich euch gleich nochmal durch. Da gibt es praktisch eine anknüpfende Einschätzung von Thea rund um die Goldpreisentwicklung. Und was natürlich jetzt hier wenig überraschend der Fall sein wird, das ist die Tatsache, dass wir wohl vor einem möglichen Umkehrlevel stehen. Du sagst ja auch gerade, Markus hat den Goldpreis schon gecovert. Ich konnte es mir leider nicht anschauen, weiß aber um die Tatsache aus unserem Tool heraus, und da wirst du heute auch noch ein Stück weit noch mal was zu sagen, weil du natürlich da auch entsprechende Pattern analysiert hast, nämlich unseren Forex Bull, der eine gnadenlos gute Entwicklung in 2022 bislang hingelegt hat. Nicht wundern, ich habe jetzt hier die Kryptos mal eingeladen vorher, weil ich mal sehen wollte, was da abgeht. Der Forex Bull hier sozusagen mit dem Schwerpunkt Forex-Handel und aber hier auch mit der Möglichkeit, den Seasonal Indicator anzuzeigen. Hier geht es dann darum, dass wir praktisch ein Stück weit von dem reinen Intraday-Pattern, die der Forex Bull sozusagen, ja, analysieren zu weiß und der uns auch dieses Jahr schon eine schöne Rendite eingebracht hat, entgegen komplett fallender Märkte, eben hier der Saisonalitätsindikator sehr gut nutzbar ist, um eben auch über gewisse Zeiträume hinweg, ja, Analyse im Rahmen der Saisonalität durchzuführen. Und wir sehen, dass der Goldpreis hier an einem Punkt steht, der, man darf schon mit Fug und Recht behaupten, hochgradig bullisch daherkommt. Wir haben tatsächlich jetzt hier im Juli-Verlauf, gerade jetzt eben mit Beginn des morgigen Handelstages zum Ausklang dieser Handelswoche, eine permanent steigende Saisonalität. Wir können auch mal auf die letzten 5 Jahre gehen, ob es da genauso herkommt. Ja, wir sehen im Rahmen der Zeitfenster sowohl 20 Jahre als auch 5 Jahre, wenn wir jetzt mal die letzten Jahrzehnte nehmen, gehen wir mal aufs Maximum, sieht das recht ähnlich aus. Wir haben also einen sehr bullischen Grundton, liebe Marktteilnehmer. Und das will ich, Moment, das ist der verkehrte, wegmachen. Das will ich jetzt mal hier so ein Stück weit berücksichtigen. Denn die Überraschung liegt natürlich hier auf der Oberseite, weil grundsätzlich, ihr seht es auch hier, mein grauen Tendenzfall war und ist meine Annahme, wenn wir hier das Reaktionstief vom Juni rausnehmen, dann sollten wir hier nochmal in diese Unterstützungszone 1790, 1772 rund eintauchen. Das war zumindest mal meine Idee, und wir sehen auch heute den Goldpreis wieder ein Stück weit schwächer. Abwarten, Tee trinken, wie sich der Tag noch entwickelt. Grundsätzlich haben wir auch heute kein Goldpreis-Pattern beim Forex Bull gehabt. Das wäre natürlich auch eine schöne Indikation gewesen. Aber ich kann euch auch noch ein weiteres Tool zeigen, nämlich die Wochenstatistik zum Goldpreis. Auch wieder ein schönes Feature, wo wir uns praktisch, da sehen wir übrigens hier alle Kryptocoins und auch Aktien, die es beim Forex Bull gibt. Und eben auch hier Fokus, deswegen heißt das Gerät auch Forex Bull, nämlich die Währungen. Und da haben wir hier den Goldpreis, der eben hier am Dienstag, und das ist ganz spannend, mit dem schwächsten Wochentag der historischen 52-Wochen-Tendenz daherkommt. Also im letzten Jahresverlauf der Dienstag tendenziell der schwächste Handelstag. Scheint sich aktuell zu bestätigen. Pattern-technisch haben wir, wie gesagt, kein Short-Pattern, wobei Trendfolgen sicherlich Short empfehlenswert wäre. Nichtsdestotrotz, der Weg zeigt gen Süden kurzfristig und nun aber die spannende Saisonalität. Und hier möchte ich eben die Unterstützung bei 1790 in den Fokus nehmen. Und ich bin gespannt, wo wir am Donnerstag stehen, wenn Thea dann praktisch auch nicht allzu lange, aber auch temporär den Goldpreis analysieren wird. Dann geht es nämlich darum, wo der Goldpreis notiert. Und meine Einschätzung ist nun mal die, dass ich trendfolgender Fan bin, aber im Rahmen der Unterstützung der Ausgebombtheit des Goldpreises hier spekulativ auf die Chance hinweisen möchte im Rahmen der Clusteranalyse, dass der Goldpreis sich hier stabilisieren kann. Eben unter dem 61er FIBO-Level, aber über dem 68,6er Extrem-Fibonacci-Rand
Retracement-Niveau. Also das heißt, hier in dieser Zone ist Überraschungspotenzial gegeben und das passt eben mit der Unterstützung plus Saisonalität zusammen, sodass man hier unter Umständen auf Lauerstellung gehen kann, den Goldpreis einzusammeln, denn wohlwissentlich der Juli ein sehr bullischer Handelsmonat ist. Und das ist natürlich jetzt die Situation, wo ich sage, der Mehrwert sei euch gegönnt. Und wie gesagt, wenn ich es Radar hätte gemacht, dieser Tage hätte ich sicherlich auch den Goldpreis reingenommen. Jetzt seid ihr aber hier im Webinar und erfahrt das exklusiv, weil ich nicht weiß oder vermute, ob der Markus hier den Goldpreis auch ähnlich einschätzt. Das heißt, wir können hier von der Meinung tatsächlich differieren. Aber das macht natürlich den Charme des Tradings aus, weil wenn wir alle derselben Meinung wären, ja, dann gäbe es ja keine Käufer und Verkäufer, beziehungsweise dann würde das die Handelslogik grundsätzlich auseinanderlaufen. Das heißt, man muss ja mit verschiedenen Marktmeinungen agieren und das ist meine Einschätzung. Wenn der Goldpreis hier nochmal nach unten droppt, heute auch gerne aufgrund des schwächsten Wochentages, nochmal so richtig unter die 1800. Also, ob das die 1790 wird, we will see. Aber letztlich haben wir hier eine schöne Supportzone und sollte sich der Goldpreis hier fangen, vielleicht spuckt er auch mit den nächsten Tagen noch ein Stück weiter runter. Sollte er sich aber hier fangen, dann kann das hier eine spekulative Entry-Chance sein. Wohlwissentlich rein saisonal und rein supporttechnisch ein Countertrend, denn wir handeln hier natürlich wenig überraschend gegen den Trend. Und das ist auch etwas, was wir beim Forex Bull natürlich ungern tun, weil die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung natürlich ja positiver, wahrscheinlicher ist. Insofern ist das hier wirklich ein Countertrade, eine Idee gegen den Trend. Man muss aber wissen, die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung ist als erhöht anzusehen. Und gerade wenn die Unterstützung gebrochen wird von 1790 nachhaltig, habe ich hier das zweite Level bei 1772. Dann gehen wir auch hier auf das FIBO-Level 78,60 hin und dann, ja, das ist der letzte Anker, sieht es aber so aus, als würde der Markt hier dann doch in Richtung 1700, glatt 1725, wir sehen hier die Support-Levels, abrutschen wollen. Das Risiko ist da, liebe Leute, aber die Idee, hier auf Umkehrsignale zu achten, beziehungsweise hier so einen kleinen Drop nach unten für eine Gegenbewegung mitzunehmen, durchaus spannend, denn es rechnet kaum einer mit einem starken Goldpreis in den nächsten Wochen. Klar, die Thematiken sind rund um den Globus bekannt. Inflation hoch, Goldpreis trotzdem schwach. Wie passt das zusammen? Kann man lange drüber philosophieren mit dem, sage ich mal, künstlichen Termingeschäften des Deckelns des Goldpreises und dergleichen. Am physischen Markt sieht es auf jeden Fall so aus, dass die Preise beim Goldpreis, gerade auch die Spreads, unverändert stark angestiegen sind und auch die Nachfrage extrem hoch ist. Das rechtfertigt ja langfristig ohnehin eher steigende Preise, und ihr wisst das ja, ich bin sehr, ja, man darf schon echt sagen, sehr lange im Gold investiert, habe im Prinzip auch die Rallye bis 2011 komplett mitgenommen und das ist gut so. Und wenn Gold hier neben dem Trading-Gesichtspunkt tiefer kommt, dann sind das für mich historisch gesehen eigentlich interessante Chancen, denn das Metall ist ja nur begrenzt verfügbar. Also, somit haben wir den Goldpreis jetzt mal an der Stelle besprochen. Ich hatte und habe natürlich auch noch weitere Analysen für euch im Gepäckle. Ich habe aber bislang noch keinen Wunschwert gesehen, liebe Leute. Da nochmal Aufruf, es sind noch ein paar Teilnehmer dazugekommen. Wer hier das Interesse hat, einen gewissen Wert analysiert zu wissen, haut rein. Ansonsten machen wir hier natürlich Daily Business. Und das heißt für mich, dass wir auf jeden Fall mal auf die Amazon-Aktie gucken, die ich ja unlängst schon in einem Artikel analysiert hatte. Hier holen wir uns jetzt mal rein hier. Bernd, du bist doch da. Ich bin noch da, ich höre dir gespannt zu. Oh, das ist aber schön. Das ist aber schön. Ja, Wahnsinn im Jo. Redefluss. Ja, Wahnsinn im Redefluss. Da ziehe ich den Hut, muss ich sagen. Na, du erst. Bernd Boy, wir geben das Mikrofon gleich an dich. Da darfst du weitermachen. Zumal, wie gesagt, ich ja in den letzten Tagen da weniger aktiv war. Deswegen mag das sein im Redefluss. Aber wir wollen jetzt hier die Amazon-Aktie uns anschauen, die ich auch gekauft habe und auch wohlwissentlich vor dem saisonalen Pattern, also hier Offenlegungspflicht, genau wie beim Goldpreis. Ich bin hier schon investiert. Und der Witz an der Stelle ist, wir haben hier ein saisonales Pattern. Was beim Amazon-Wert jetzt dazukommt oder bei der Amazon-Aktie vielmehr, ist eben, und das ist natürlich das Spannende, was wir hier im Rahmen der Cluster-Analyse immer suchen, wenn nämlich natürlich zu saisonalen Mustern auch Supportzonen, Kreuzunterstützung oder Widerstände, weil es gibt ja auch Short-Pattern oder aber natürlich am Ende des Tages natürlich hier auch Divergenzen oder saisonale Pattern zusammenlaufen, dann hat man sozusagen diesen Cluster-Effekt. Und genau das ist das praktisch, wo man sagen kann, hey,
unter Chance-Risiko-Verhältnissen, da sind wir wieder bei den Wahrscheinlichkeiten im Rahmen zur Meteorologie, wir müssen einfach abwägen, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Und es ist durchaus möglich, dass wir so einen kleinen Sommerimpuls sehen, einen Sommerrallye-Impuls. Denn ihr wisst um die Tatsache, dass das, was jetzt das zweite Halbjahr, das erste Halbjahr, was das, der Juni, glaube ich, war auch der grottenschlechteste Monat überhaupt an den Börsen. Und es ist durchaus Überraschungspotenzial vorhanden. Jetzt haben wir hier die Amazon-Aktie im Tagesschart, klarer Abwärtstrend, auch hier generell die Pattern, gerade Long Pattern, grundsätzlich gegenwärtig gegen den Trend. Und ich zeige euch mal unseren Seasonal Bull Monitor. Das ist praktisch auch eine Weiterentwicklung vom Forex Bull, liebe Leute. Da sehen wir nämlich hier an der Stelle das Selection Screener Tool. Ja, für alle die da noch nicht Bescheid wissen, ich werde euch mal gern den Link reinsetzen zu unserem neuen Feature. Das ist praktisch hier ein Seasonal Tool im MetaTrader 5, wohlbemerkt gerade eben Aktien betreffend, aber natürlich auch Short interessant für Aktien, die jetzt sozusagen auf der Südseite gehandelt werden können. Natürlich mit unseren CFDs umsetzbar. Generell kannst du ja mit CFDs und echten Aktien ja eben diese Pattern umsetzen. Faktisch haben wir diesen Selection Screener, der hier am Ende des Tages die ja, einzelnen Pattern anzeigt, die sozusagen vom Seasonal Bull selbst kommen. Ich zeige euch auch gleich das Tool. Und zu den Ratios spezielle Geschichte, da hat es verschiedene Ansatzpunkte. Grundsätzlich kann man auch die statistischen Daten hier ablesen. Und unabhängig der Ratios, das sind auch Extrem-Ratios, die wir hier sehen, ist es so, also gerade auf der Südseite, dass man hier diesen temporär kurzfristigen Impuls mitnimmt, weil hier geht es darum, dass hier Pattern angezeigt werden, die im Zeitfenster von 4 bis 24 Tagen eine gewisse Folgetendenz haben. Und da sehen wir auch hier, wie viele Jahre zurückliegend das Ganze schon passte. Bei der Amazon zum Beispiel 25 Jahre rückwärts gerechnet, haben wir hier eine Trefferquote von 76%. Eine marginale Entwicklungsmöglichkeit im Rahmen einer Performance prozentualer Art, aber das ist für mich auch nur eine Impulsindikation. Denn man muss am Ende des Tages natürlich hier auch sehen, neben diesem klassischen statistischen Vorteil, und dieses Pattern existiert schon seit einigen Tagen, hat man auch die Möglichkeit, eben hier eine komplette Entry-Chance für einen stärkeren Gegenimpuls zu sehen. Und das ist natürlich ganz spannend, liebe Leute. Und das ist das, worauf ich immer abziele, wenn wir hier diesen Selection Screener nutzen, um eben die Aktien durchzufiltern. Und da sehen wir hier praktisch die großen, ja, Indizes bzw. Aktien aus den Indizes S&P 500 und Co. Und das gleiche ich dann immer gern mit der Charttechnik ab. Ja, und da sehen wir hier auch ein ganz anderes Verhältnis vom Chance-Risiko-Level, denn möglicherweise haben wir hier auf der Oberseite ja gute 20%, falls sich eine kleine Sommerrallye entwickelt, zu einem Risiko. Das würde ich sogar noch aggressiver ansetzen als eben hier beim MetaTrader 5 Chart gesehen. Das sind, wie gesagt, statistische Pattern, die, und da zeige ich euch auch gleich die Datenquelle, nämlich hier unseren seasonable.com. Das ist praktisch das, wo die Daten gezogen werden, und wir haben hier unsere JFD-Daten sozusagen einfließen lassen. Und beim S&P 500 ist das eben zum Beispiel hier die Amazon-Aktie, die ich euch gerade gezeigt habe, und auch die anderen Aktien wie Mastercard, auch sehr spannend, finde ich gerade. Durchaus charttechnisch sehenswert. Und hier aber eben diese Long Pattern. Da kann man sich auch hier praktisch dann noch so einen Report anzeigen, der dann das Ganze auch historisch untermauert in der Entwicklung und den einzelnen Pattern. Und genau diese Daten hier sind aber, ohne dass ihr euch hier manuell irgendwie durcharbeiten müsst, in den Selection Screener integriert. Und das ist meines Erachtens schon ein Riesen-Highlight, was ihr nutzen könnt, Schrägstrich dürft. Die Links schicke ich euch dann gleich mal in den Chat, dass ihr auf den Webseiten umsehen könnt. Inklusive des Forex Bulls haben wir hier vor kurzem auch die Börsenbullen gelauncht, die das Ganze vereinen. Also am Ende des Tages geht es darum, dass wir diesen statistischen Zahlenapparat ausgewertet wissen und natürlich für unsere Vorteile einsetzen. Und wenn ich von Vorteilen spreche, dann muss man natürlich dann eben sehen, was macht das saisonale Pattern im Kontext der Chartsituation. Und wie gesagt, Amazon meines Erachtens kurzfristig durchaus in einem bullischen Fahrwasser, verspricht durchaus Potenzial auf der Oberseite. Obacht an der Stelle, wenn wir die 100-Dollar-Marke, und das ist gleich noch der psychologische Effekt, aufgeben sollten, also wirklich hier ein Close, und das seht ihr hier sehr schön, diesen Dreifachboden. Gut, mit dem Spike hier vom 30.06. könnte man auch sagen, nochmal so einen kleinen vierten Dip nach unten gemacht. Auf jeden Fall baut sich hier ganz klar ein Boden auf,
oder aus, ein unterer Unterstützungsbereich. Und wenn der eben aufgegeben werden sollte, ihr kennt das, das sage ich mit Bernd ja auch mal gern, es ist brüchig. Ja, so eine Unterstützung wird brüchiger denn je. Je häufiger man drauf springt oder eben der Preis dieses Niveau testet, desto ja, kritischer wird es am Ende und ein Durchbruch wird wahrscheinlich sein. Das heißt, so eine Unterstützung wird natürlich nicht ewig halten. Das heißt, hier muss eigentlich Amazon jetzt aufdrehen und das eben vor dem Hintergrund der eben hier gezeigten bullischen Saisonalität durchaus interessant. Deswegen Amazon für mich einen Blick wert und insofern aufgepasst, wenn die unten rausgeht und das ist jetzt ja gleich das nächste Ziel, dann darf es auch mal gut und gerne, und das muss man natürlich dann auch mit seinem Risiko in den Einklang bringen. Also ich würde sogar schon meinen unter $100, dann steht die Aktie relativ schnell wahrscheinlich 16% tiefer. Denn hier meines Erachtens erst der nächste Support im Bereich von $83, 83, kleine Schnapszahl, aber zumindest lässt sich hier so eine Art Horizontal-Support ableiten und das wäre meines Erachtens dann der nächste Tiefschlag, falls die Amazon hier jetzt nicht beginnt anzusteigen. Also ganz klare Chance-Risiko-Verhältnisse aufzeigbar. Im aktuellen Umfeld, wie gesagt, im Rahmen diesen, dass wir hier oben diese $129 anvisieren, sogar nahezu 19-20%. Gap Close wäre absolut bullish. Kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Wie gesagt, es wird ein heißer Sommer. Und insofern, lieber Bernd, ich würde gern mal sehen, was du im Portfoliokörbchen uns mitgebracht hast, weil ich habe jetzt tatsächlich hier auch dann schon gute 20 Minuten rum, dass ich dir sozusagen auch mal den Bildschirm rübergebe und du uns so ein bisschen, ja, deine Sicht der Dinge mitteilst. Ich habe hier auch einen Wunschwert reinbekommen. Vielleicht soll ich den vorher noch mal kurz machen. Und zwar ist es Bitcoin. Ist natürlich jetzt nicht der. Ja, Chris, das ist dein Ding. Mit Bitcoin habe ich nichts am Hut. Jetzt nimm dich nicht so raus aus der Verantwortung, aber gut. In der Tat. Bitcoin ist, also die Info, also die Muster an sich im Chart sind wirklich gut. Wirklich handeln ist immer schwierig für mich. Ich weiß nicht, Bitcoin ist immer für eine Überraschung gut, das kann dann mal richtig durchschlagen, aber in der Analyse bist du hast ja eh den Bitcoin da immer auf dem Schirm. Den kannst du noch machen und dann schwenke ich um zum Euro-Kanadier-Dollar, Euro-US-Dollar und Neuseeland-Dollar-US-Dollar und wer noch Lust hat auf die Amgen-Aktie. Sehr gut, das klingt spannend, Bernd. In jedem Falle. Also, okay, dann nehme ich mal das Angebot wahr und würde jetzt mir mal auf den Bitcoin sozusagen einschießen. Ja, den analysiere ich in der Tat und ich hatte es auch beim Radar gesagt. Ich glaube, das hat auch der Andreas dann damals auch kommentiert. In dem Kontext, da ich den Bitcoin ja analysiert hatte und eben auch sagte, dass ich diese Abverkaufsbewegung genutzt habe, um, und da habe ich echt lange drauf gewartet. Ich bin in den Krypto selber schon seit einiger Zeit investiert, auch aktiv am Handeln, habe aber den Bitcoin nie ja, kaufen können wollen, weil der mir einfach zu steil abgegangen ist. Ja, der war mir einfach, ich will sagen, zu hoch. Doch was ist schon zu hoch? Am Ende des Tages haben wir diese Korrekturwelle gesehen und dieses 20.000er-Level, das war für mich und ist für mich der Trader-Stream. Und da sehen wir auch hier diese damalige Einschätzung und das ist ungelogen, schaut euch das auf den Socials an, auf dem Instagram-Account oder auch auf dem alten Devisenradar. Das war meine Einschätzung für den Trader-Stream. Und nun ja, es wird dünn. Das heißt, der muss jetzt im Rahmen dieses Doppelbodens tatsächlich anziehen, weil sonst hier diese Dipzone, Schrägstrich das Worst-Case-Szenario, und da will ich auch ganz unverblümt sagen, liebe Leute, der Bitcoin kann am Ende des Tages durchgereicht werden. Also es ist nach wie vor so, dass wenn die Goten, sage ich schon, die Notenbanken das Geld weiter aus dem Markt nehmen mit anziehenden Zinsen, dann ist es für eine Risikoklasse oder Anlagerisikoklasse wie Bitcoin durchaus gefährlich und schwierig, überhaupt anziehende Preise zu sehen. Und da ich am Horizont noch nicht wirklich Umkehrsignale der Notenbanken sehe, ist es nicht auszuschließen, dass der Bitcoin weiter durchgereicht wird. Und die nächste, ja, Kaufzone wäre dann meines Erachtens dieser Dip-Bereich oder aber, und das ist wahrscheinlich dann sogar anzunehmen, dass der Bitcoin sich tatsächlich nahezu nochmal halbiert und in Richtung 12.000, 11.000 Dollar zurückkommt. Das wäre dann sozusagen diese nächste Unterstützungszone, meines Erachtens dann auch das höchste der Gefühle. Aber Cluster-Analyse lässt grüßen. Wir sind eben jetzt hier auf diesem Trader-Stream-Level. Warum ist das für mich ein Trader-Stream-Level? Weil wir hier diesen Horizontalbereich haben mit dem Höchststand früherer Zeiten aus 2017. Mit dieser Price Action, die wir hier zum Ausklang 20 gesehen haben,
Ist es genau so, dass wir diesen Pullback jetzt nach dieser enormen Rallye, ja, das war ja genau das, wo ich dann zugegebenermaßen nur zugeschaut habe, als hier der Bitcoin sozusagen im Jahr 2020 nach oben eskalierte, die 10.000-Dollar-Marke, das war eigentlich der Buy-Trigger. Ich hatte auch Devisenradar-Sendungen dazu gemacht, aber gekauft habe ich trotzdem nicht, weil ich dann immer noch, ja, der Meinung war, hey, lass den mal sich weiter auskonsolidieren, und dann ist er eben hier gezündet wie ja die Rakete. Und am Ende ist es natürlich so, dass was, oder gehe ich mal direkt hier vom 10.000-Dollar-Level rund aus, was natürlich hier, schaut euch das an, oder bis zum Allzeithoch, über 550% steigt, Leute. Ey, das darf dann auch mal 50% plus korrigieren. Also das ist einfach mal klar. Ich meine, wenn ich noch weiter zurückgehe, sind wir dann im vierstelligen Performance-Bereich. Mit dieser Volatilität muss man leben. Und das ist natürlich auch das, was gegen den Bitcoin momentan spricht, von wegen Währung, Alternativwährung. Die Volatilität ist natürlich nicht gleichsam mit einer klassischen Währung zu vergleichen. Weil ich sage mal, wenn man den Bitcoin zahlt, theoretisch kann man den Tesla dann mal schnell 15, 20% günstiger oder teurer kaufen, wenn der Bitcoin eben da entsprechende Preisbewegungen vollzieht. Und das Wenn braucht natürlich am Ende des. es noch Was, gibt. wenn es den noch gibt, meinst du? Wenn es noch Teslas gibt, meine ich. Bernd, es Nein. gibt auch Leute, die sagen, den Bitcoin, der hat einen Wert von null. Ne? Also ich will auch Ja, sagen, genau. wenn der hier Deswegen, durchgereicht wird, ja. ja, wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt gerade mal kurz, mach du das mal kurz auf, im Seasonax, den Bitcoin, BTC, interessant, und da muss er glätten auf 11 Jahre. Den Chart ein bisschen, genau, 11 Jahre. Und dann in der Mitte, genau. So, und jetzt schau mal. Genau. Und da sieht man kurze Aufwärtsbewegung und dann mal richtig abwärts bis weit in den Oktober. Das ist natürlich der Punkt, wo man sagt, am Ende ist es natürlich hier insbesondere die, ja, wie darf man sagen, die Entwicklung vom Bitcoin über den Sommerverlauf eher mäßig und schwach mit dieser, Ja. sage ich mal, Trendklettung wohl bemerkt. Grundsätzlich hat er natürlich da entsprechende, wie sagt man, klassische links unten angefangen, rechts oben, sage ich mal, steigende Preisimpulse. Aber gerade wenn man diese starken Trendbewegungen rausnimmt, beziehungsweise vielmehr das Ganze klettet, dann hat man hier diesen Effekt, dass der Bitcoin wirklich, wie du sagst, mit dieser Erholung jetzt im Juli dann eigentlich bis in den Oktober hinein saisonal stark unter Druck steht. Und nun ja, 11 Jahre sind von der Statistik her durchaus hinnehmbar, ist schon mal gut zweistellig, aber so richtig relevant wird es dann auch erst, wenn der Bitcoin die 30 hat. Also das ist ja dieser Wiederholungseffekt, wo man sagt, ab 30 hast du sozusagen eine gewisse, Statistik lässt grüßen, so eine gewisse Aussagekraft. Ist es jetzt Zufall oder haben wir durchaus eine Tendenz? Am Ende des Tages, je mehr statistische Daten du hast, also dann plus 100, plus 1000, desto besser ist das Ganze. Das ist ja auch genau bei den saisonalen Effekten der Aktien der Fall. Gerade viele deutsche Aktien gibt es noch keine 30 Jahre, wo man sagen muss, da muss man einfach die kürzere Zeitzone nehmen, oder auch die Amazon, die ist jetzt 25 Jahre am Start. Aber man hat trotzdem hier eben schon solche Tendenzen für bestimmte Zeiträume. Und das ist natürlich schon was, was man sich angucken kann, sollte und muss, wenn man es zu schätzen weiß, um eben seine eigene Handelsentscheidung zu stützen. Und wenn du jetzt gerade den Bitcoin da eben auch richtigerweise saisonalitätstechnisch betrachtet hast, dann spricht das natürlich gegen eine mögliche Trader-Stream-Stabilisierung um 20.000. Und da haben wir es jetzt im Prinzip auch so, dass das natürlich wahrhaftig spekulativ bleibt, weil viele natürlich dem Bitcoin auch einem realen Wert von null zusprechen. Da kann jetzt jeder halten, was er will von. Da will ich mich auch gar nicht an irgendwelchen spekulativen Diskussionen betrachten oder beteiligen. Der Bitcoin kann vom Erdboden verschwinden, wenn der Stecker gezogen wird auf gut Deutsch, wobei es da jetzt auch Alternativlösungen auf dem Mond geben soll, rein surfertechnisch und geparkt. Aber der Punkt ist einfach, dass man sagt, das ist eine Assetklasse, die natürlich zum Handeln einlädt, weil eben auch volatil. Und ich bin der Meinung, ähnlich wie die Internetwelt in den 90ern, dass gerade die Kryptos gekommen sind, um zu bleiben. Wohlwissentlich, dass mit den, ich glaube, in der Spitze gab es mittlerweile schon 18.000, 19.000 Coins. Da ist mittlerweile nur noch die Hälfte da. Lass es mal 7.000, 8.000 Coins sein, die es gegenwärtig gibt. Davon ist natürlich 90, 95% totaler Schrott. Das muss man sehen. Das ist ähnlich wie beim Internet-Bubble. Und die habe ich ja damals tatsächlich live miterlebt. Da gab es genauso viel Schrott und das wird sich alles rausselektieren. Aber solche, sage ich mal, Kolosse oder die Mutter der Coins, der Bitcoin, ich will nicht sagen vergleichbar mit einer Microsoft, Apple oder
Apple Packard oder was haben wir noch, IBM, also die ganz alten Geschichten, ja, wo die Börsenhistorien über Jahrzehnte schon zurückgehen. Ich meine, Apple-Aktie gibt es ja wirklich schon seit Jahrzehnten und es ist der Big Player geworden, wo man einfach auch sagt, das sehe ich eigentlich bei den ein oder anderen Kryptowährungen ähnlich, obgleich Bitcoin ja hier eine ganz andere Eigenschaft hat. Aber lasst uns zum Chart zurückkommen. Bernd, danke dir für den Input im Rahmen der Saisonalität, die mein Trader-Stream unter Umständen zerstört. Und hier sei gesagt, wenn wir hier natürlich die Tiefs bei 18.000 rausnehmen, 18.300 etwa, hier diese Zone, speziell diese Unterstützung 19.000 glatt. Wenn wir uns da noch mal ein paar Tage länger drunter aufhalten, dann muss man ganz klar sagen, ist der Weg gen Süden, die Dipzone, das erste Ziel und dann spricht viel dafür, dass wir tatsächlich noch mal weiter zurückgehen. Das muss man ganz klar einkalkulieren. Ich bin aber eben bullish, bin long im Bitcoin mit der Einschätzung, dass wir hier diese Attacke sehen. Was dann passiert, abwarten. Chris, den letzten Pfeil hättest du jetzt nicht hochziehen müssen, weil dein Szenario, was du vorher drin hattest, nicht. To the Nein, moon. die Abwärts. Nein, nein. Die Saisonalität spricht ja auch dafür. Und in der Regel läuft ja jetzt diese ganz schwarze Kerze, also die Hammerkerze da ich weiß nicht, wann das war. Genau die Kerze. Wenn er die zu 50% rausnimmt, dann läuft er nochmal an die Abwärtstrendlinie, also meiner Sicht persönlich. Und dann im weiteren Jahresverlauf ja, bis in den Oktober weit hinein abwärts wieder. Und dann wird es mal Das ist, spannend. wie gesagt, definitiv bin ich bei dir. Ich meine, gerade jetzt die Korrektur an den Aktienmärkten. Ich meine, viele philosophieren noch, ob wir jetzt im Bärenmarkt sind oder nicht. Ich meine, die Frage stellt sich, glaube ich, nicht. Und Bernd, was sagst du eigentlich zu meinem S&P 500-Zyklus in diesem Kontext? Ja, da bin ich jetzt gespannt, weil also so richtig korrigieren die Aktienmärkte aus meiner Sicht nicht wirklich. Also ich meine, es ist kein Crash. Das geht Stück für Stück für Stück abwärts, aber kein Crash. Und Ja, das ist ja gerade ein Bärenmarkt. Ein Bärenmarkt ist nicht sowas, wie wir ja. 2020 gesehen haben, sondern ein Bärenmarkt ist einfach mal so eine Scheibchen-Salami-Taktik Ja, und eben der liegt. zermürbend, dass es immer wieder Rallyes gibt, Erholungsrallyes und danach immer Ja. wieder neue Tiefs. Das ist Ja. ja die Konsequenz, ne? Ja, im Bärenmarkt ist klar, aber tendenziell geht es dann relativ schnell abwärts. Also Short geht schneller abwärts als also schneller als Long. Und es geht jetzt scheibchenweise. Und jetzt fundamental gesagt, also muss man jetzt auch mal einfließen lassen: Ukraine-Krise, Inflation, Zinserhöhung. Also es wird ein Riesenumfeld werden, wo tendenziell auch dein S&P 500, genau, da ist er. Der Zyklus, den du da hast, ja, da könnte jetzt durchaus mal über mehrere Jahre eine Korrektur eingeleitet werden. Na, das hast du aber hart formuliert. Also ich will annehmen, dass wir 2023 durch sind und das wären hier ideale Kaufzonen. Also wenn der S&P hier in Richtung 3,3, 3,2 fällt und dann, das wäre mein Ausnahmeszenario hier Richtung 2,5. Also das wäre schon so eine Art Trader-Stream beim S&P. Und noch krasser gesprochen, ihr seht die Aufwärtstrendlinie, die hier von links kommt. Mal ein bisschen rausgehen jetzt aus dem Chart. Schau, wie lang die und alt die schon ist. Da gehen wir ja in die 80er Jahre zurück. Die wurde zuletzt zur Finanzmarktkrise getestet. Hoppala, das ist hier gar nicht so einfach bei diesem Chart-Programm. Sekunde, oh, da haben wir es. Die kommt hier aus den 70er, 80er Jahren. Da haben wir das Tief aus den 70ern. Die Linie, wenn getestet würde, das wäre da knapp über der 2000-Punkte-Marke. Das wäre natürlich dann wirklich das Höchste der Gefühle. Ich glaube aber nicht, dass der Markt so weit durchgereicht wird, weil, wie du schon sagst, wir sind momentan in dem Krisenuniversum. Wir haben total, also ich meine, Dr. Doom steht voraus, hohe Inflationsraten, Rezessionsängste, Krieg in Europa, Rohstoffknappheit. Ich meine, wir können das Lied endlos spinnen. An den Märkten wird die Zukunft gehandelt. Und dafür sind wir tatsächlich schon gedroppt. Und jetzt ist die Überraschung dann sicherlich für die nächsten 6 bis 12 Monate die, ob die Notenbanken das in den Griff kriegen mit der Inflation, ob sie den Geldhahn wieder aufdrehen, ob das alles wieder auf Null gesetzt wird, wie auch immer. Wir sind in einem Korrekturmodus und der S&P 500-Zyklus spricht dafür, dass wir da durchaus noch weiter droppen. Würde mich überraschen, wenn wir jetzt schon die Tiefs gesehen haben. Ich denke auch, es geht weiter nach unten. Und da haben wir dann eben auch die Situation, dass wahrscheinlich der Bitcoin, wie du gerade sagst, um das abzuschließen, hier möglicherweise dann seinen Abwärtstrend wieder aufnimmt. Jetzt aber back to your monitor, würde ich sagen. Und wir haben Wunschwert vom lieben Andreas. Eieiei. Also vom Peter, dem Bitcoin, habe ich noch mitfassen können. Tim, der Euro-Dollar, den nimmt sich gleich der Bernd vor. Nie Den habe ich als wieder erstes.
Ja, genau, sehr gut. Nie wieder müssen wir schieben. Schaffen wir wahrscheinlich jetzt nicht, weil Bernd hat jetzt noch ein bisschen was aus dem Forex-Universum mitgebracht und da bin ich dankbar für, dass wir natürlich hier auch auf ja, unseren Core-Market schauen, weil wir natürlich, und das ist gerade der Witz, gerade am Währungsmarkt bist du eben dann doch ein bisschen unabhängiger und jetzt eben nicht so am Nabel der Weltwirtschaft, was jetzt sozusagen die großen Bewegungen angehen, sondern vielmehr hier eben Intraday rein, raus, Mickey Maus rausschneiden, kurze Preisbewegungen und daran partizipieren. Das ist das, was wir ja speziell mit dem Forex umsetzen. Die Links schicke ich euch gleich in den Chat rein. Jetzt aber erstmal den Monitor für dich, Bernd. Bist du bereit? Jo, kannst rüber schieben. Sehr gut. Sekunde. So, jetzt sucht der Bernd einen Bildschirm aus und dann wird auch direkt der Währungsmarkt. Ich sehe den Monitor, Bernd. Euro-Dollar sieht gut aus und wir haben gerade heute beim Es Euro sieht nochmal eine gut richtige Klatsche gekriegt. Eieiei, aus. ich hab's auch gesehen. Eieieiei, also das ist heftig. Aber Bernd, the stage is yours. Ich Ja. schiebe mal ein paar Links in den Chat und lausche deinem Gesang. Genau, du schiebst ein paar Links rein. Ja, ja genau. Wir sind ja in Clusteranalyse. Ist für mich immer, sind für mich immer zwei, also mehrere Sachen. Also der Trend muss klar sein. Fibo-Levels sind für mich wichtig. Volume-Profile ist für mich wichtig. Und dafür habe ich verschiedene Tools, die ich auch benutze. Und wir sind jetzt hier im Euro-Dollar, der heute mal, und das hat er heute Morgen schon, mal richtig auf die Nase bekommt, auf Deutsch gesagt. Und er unterschreitet jetzt die Tiefs, die hier lagen. Und das war meine Einschätzung damals. Und das ist ein Cluster. Das ist für mich ein Cluster. Und das Fibo-Level, das hatte ich damals eingezeichnet. Das waren für mich Levels. Das ist ein eindeutiges Cluster. Der Trend, wenn man hier sieht, klar abwärts. Und wenn man den Trend hier von dem Hoch hier sieht, eindeutige Levels. 38er Fibo, 50er Fibo. 81, 61,8 wäre dann un kurz unter der Unterstützung gewesen. Das sind für mich Levels, die interessant waren. Und das war damals meine Einschätzung beim letzten, bei der letzten Cluster-Analyse. Und der Euro-Dollar, ja, wie gesagt, bekommt heute richtig auf die Mütze. Jetzt müssen wir mal, deswegen heißt es auch Live-Charting, passen wir mal gemeinsam den Chart jetzt mal an für die nächste Cluster-Analyse. Also den Fall, der hat sich jetzt ja wirklich erledigt. Und dann müssen wir auch diese, wo die kann ich jetzt nochmal hier verwenden, weil es ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend, was hier unten jetzt passiert, genau in diesem Level. Das finde ich jetzt wirklich extrem spannend, weil das ist gerade im Euro-US-Dollar das volumenstärkste Währungspaar, was es gibt. Im Intraday-Handel überhaupt an den Märkten, den nehmen wir auch raus hier. Das ist jetzt wirklich ein Level, was also wirklich entscheidend ist, würde ich jetzt mal sagen. Und das sind Cluster. Das sind wirklich Cluster. Fibo-Level können wir auch noch mal kurz anpassen auf dieses hier. Boah, da sind wir jetzt wirklich, also das, wenn man das jetzt auf dieses Tief hier zieht, hat man auch hier in dieser Zone rund um die 107,75, in diesem Bereich hier, sieht man schon von der Abwärtsbewegung bis zu diesem Tief da noch mal reingelaufen, aber nur das 38,2-Level geschafft. Das ist schon schwach. Er hätte, wie ihr eben gesehen habt, hier oben hinlaufen können müssen, um mal überhaupt mal ein bisschen Stärke zu zeigen. Und der Euro-Dollar, wow, also der steht heute mächtig unter Beschuss. Und wir schauen uns jetzt an, wie könnte es weitergehen. Und dazu benutzt man was? Ein Volume Profile und die Saisonalität. Die Saisonalität sagt, jetzt habe ich jetzt hier den Euro-Dollar. Die Saisonalität in den letzten 10 Jahren war in den nächsten Monaten, hier ist der Startzeitpunkt in Rot, in der vertikalen Linie. Und wenn ich jetzt auf die letzten 22 Jahre gehe, aufwärts gerichtet, letzten 15 Jahre auch aufwärts gerichtet und die letzten 10 hatten wir eben schon und die letzten 5 Jahre auch aufwärts gerichtet. Also in den letzten 20, 22 Jahren ging es von diesem Start, also von heute an, bis Anfang August nach oben. Das könnte jetzt natürlich bedeuten, dass der Euro jetzt hier einen riesen Fake macht nach unten und umdreht. Jetzt wird es gespannt sein zu beobachten, was passiert heute noch. Also wenn ihr diese Kerze morgen nochmal bestätigt,
dann sieht es wirklich nicht gut aus für den Euro. So, und das sind Cluster, die man filtern muss. Und jetzt zeige ich euch nochmal im Live-Metatrader, zeige ich euch nochmal das Volumenprofil. Ich schiebe den mal gerade rüber hier. Na, einen Blick. Ach, wo ist er jetzt? Weg. Da ist er. So. Den Metatrader schiebe ich jetzt nochmal rüber. Und jetzt haben wir hier, das ist mein Forex Bull Trend Screener. Da habe ich alle Währungspaare. Und der Euro-Dollar hat hier, man sieht es hier im Marktprofil, also im Volumenprofil, wo wirklich Action auch stattfand. Rechts habe ich immer meinen Trendchart im Rainbow. Also wo geht der Trend generell hin? Nehmen wir jetzt mal ein bisschen größer, dann sieht man das relativ simpel, dass wir sind im Daily Chart wohlgemerkt, dass der Trend gnadenlos abwärts ist und heißt für mich Trend abwärts. So, was könnte jetzt passieren? Also hier sieht man schon, sieht man hier schon die Unterstützung, werden jetzt gerade gebrochen heute. Spannender Tag heute übrigens, Chris. Und jetzt mache ich das Volumenprofil mal ein bisschen größer. Und auch da sieht man hier im Volumenprofil unten die Saisonalität eingeblendet, die, wie ich eben schon zeigte, erstmal jetzt in den nächsten Wochen aufwärts zeigt. Das heißt, es könnte aufwärts gehen und jetzt wird es wirklich spannend sein, was er jetzt hier an dieser Stelle macht. Das Volumen, das sind Tickdaten, das sind keine echten Umsätze, das sind halt Tickdaten, die reingespielt werden, ist aber bei allen Volumenprofilen so. Und da sieht man halt, dass in der Zone 1,13 bis na, rund 1,05, da wollte keiner handeln. Das ist ja, ein luftleerer Raum in Anführungsstrichen gewesen. Klar, immer wieder mit einer Zwischenbewegung, aber wirklich handeln wollte da keiner. Und jetzt haben wir hier an der 1,05 ein extremes Volumen gehabt, auch in der Vergangenheit schon. Das ist der sogenannte Point of Control. Und der rauscht jetzt hier gerade mal richtig durch. Und bin jetzt ein wenig überrascht von der Intraday-Bewegung, weil die ist wirklich schon heftig im Euro-Dollar. Der zieht jetzt mal richtig durch. Jetzt muss man wirklich mal die Tageskerze abwarten. Ja, Chris, was sagst du zum Euro-Dollar? Das ist wirklich krass, oder? Das ist ja. Chris ist weg, Also aber. im Prinzip, also die Parität lässt grüßen, da haben wir, glaube ich, schon relativ lange drüber gesprochen. Das ist jetzt unvermeidbar. Und der große Dealbreaker ist ja eigentlich dann der, dass man sagt, wenn er dann bei der Parität ist, dann fangen die Untergangsgesänge zum Euro an. Und das wird auch noch ich denke mal, ja, ich sag mal, ein relatives, wie darf man sagen, Untergangsszenario werden, weil ganz viele den Euro abschreiben und genau dann kommt aber meines Erachtens in den nächsten Jahren die Umkehr. Ich glaube, gut, ich meine, wir wissen um die BRIC-Staaten, wir wissen um Indien, China, Russland, das wird eine ganz große Battle werden gegenüber der westlichen Welt und Europa hängt mittendrin. Das ist für Europa auf jeden Fall desaströs und gefühlt sind wir auch der große Verlierer von dem Ganzen, was jetzt hier aktuell abläuft, gerade auch Deutschland wegen den ganzen politischen Entscheidungen und dergleichen. Aber im Endeffekt, der Euro spiegelt wirklich das wider, was zurzeit eben ja, zukunftstechnisch vorausgeahnt wird, nämlich wirklich der Untergang. Aber ganz ehrlich, ich glaube dann eben genau nicht dran. Also der Euro wird meines Erachtens durch die Parität rauschen und das sieht jetzt wirklich heftig aus. Ich meine, wir haben heute Morgen haben wir ja verschiedene Einkaufsmanager-Indizes bekommen an Daten, die dann sozusagen ja ernüchternd wieder mal waren, aber jetzt auch nicht groß überraschend. Ich denke mal, es sind eher wieder auch politisch getriebene, sage ich mal, Signale, die hier sozusagen rund um den Globus ihre Wurzeln schlagen und den Euro so nach unten drücken. Wir schauen da ja eh technisch aufs Bild, ja. Das ist ja genau der Punkt. Fundamental versuchst du ja irgendwas zu erklären. Der Preis ist die einzigste Wahrheit. Und daran orientieren wir uns, das analysieren wir. Und hier hat der Eurocut heute auch einen Windtrade mitgenommen, relativ schmerzfrei, ne? Da sieht man auch wieder, dass man das. Aber sehr schmerzfrei. Und das war Wahnsinn. genau der Punkt. Wir hatten ein Signal vom Forex Bull und der ist also so schnell, ja, das war relativ zügig durch. Und das sind halt Signale, die man vom Forex Bull dann auch locker traden kann. Aber wir sind ja hier in der Clusteranalyse im Daily Chart. Aber ich wollte mal kurz zeigen, heute, wie gesagt, Eurocut im Forex Bull auch ein Short-Signal gehabt. Setup ja, haben wir in den Workshops durchgezogen, Asia Range außen durch nach unten und zack in den Take Profit. Und der rauscht jetzt, also der Euro steht jetzt
Da bin ich jetzt zur Sendung ein wenig überrascht, weil dass der Euro so schwer jetzt unter Beschuss steht, das ist schon echt stark. Also das könnte heute eine sehr, sehr interessante Tageskerze werden, wenn die nicht umgekehrt wird. Und ich hatte mich im Vorfeld der Sendung schon vorbereitet auf den Euro-Dollar, weil ich gesagt habe, okay, der könnte jetzt wirklich mal eine Umkehr machen. Aber das sieht aktuell nicht gut aus. Saisonal betrachtet, im Saisonax, klar aufwärts. Aber da muss man jetzt wirklich mal die ein, zwei Tage jetzt mal abwarten, ob der Euro-Dollar hier wirklich eine Umkehrkerze schafft. Weil die Tageskerze hätte ich jetzt so nicht erwartet und ich hätte eine Umkehr erwartet. Aber aufgrund der Na, pass auf. Saisonalität auch, ja. Vielleicht da ja auch gerade vor dem Hintergrund, ich meine, Saisonalität ist, da haben wir ja auch gesagt, das ist immer genau das in dem Kontext, wo du die Price Action sehen musst. Und das ist auch mit der Unterstützung ganz witzig, weil wie bei Amazon, hier hätte sich ein Boden bauen können und saisonal long. Aber wir haben ja Ende des Monats, Leute, ihr wisst hoffentlich auch Bescheid, unseren Fed-Event wieder. 27.07. ist es. Und die Notenbank, die US-Notenbank, ja, die wird weiter an der Zinsschraube drehen. Das ist die große Sorge, das ist die Dollarstärke und wir rücken immer mehr dahin. Und was wir ja heute Nacht gesehen haben, ich meine, ich weiß nicht, ob die Austral-Dollar-Pairs haben wir heute im Forex-Pool gar nicht gehabt, aber Ja, die da gab es auch die Zentralbankentscheidung und die genau, Pressekonferenz. ganz genau. Und die haben ihren Leitzins auch wieder angehoben, wie erwartet allerdings. Aber du siehst eben, dass weltweit die Zinsen hochgehen und Europa, ich meine, das Kriegt ist nichts jetzt auf die Reihe. sag mal, ein Stück weit, das ist natürlich jetzt ein Stück weit mit Delay, weil theoretisch hätte der Euro eigentlich schon in den frühen Morgenstunden durchsegeln müssen. Aber hier verdichten sich halt verschiedene Meldungen, dass eben einfach bei der Eurozone so ein bisschen die Handbremse angezogen ist und die USA eben in 3 Wochen den Zins anheben wird. Ganz klar, wieder 0,75. Und das Ding geht nach oben und das Geld, der große Geldfluss, der zieht dahin. Weil es gibt Zinsen, Leute. Wenn ihr jetzt wirklich tatsächlich Euro-Dollar Short geht, dann gibt es eben hier auch bei uns, bei JFD klarerweise, im Prinzip diesen positiven Swap. Ja, du verdienst über Nacht. Und das ist jetzt, sage ich mal, im Big Business, gerade am Devisenmarkt, das eigentliche Kerngeschäft der Großbanken, nämlich Swap-Geschäfte damit zu nehmen. Und das ist natürlich was, wo man sagt, also wenn du da einen Vorteil siehst am Ende des Tages, der ist natürlich jetzt beim Euro-Dollar noch nicht so mega ausgeprägt, aber du bekommst einen positiven Swap. Du bekommst jede Nacht Zinsgutschriften. Ja? Und das im großen Geld gesehen ist ein Haufen Kohle. Und da zieht sich der Geldfluss hin. Und deswegen Euro-Dollar wirklich im Sinkflug. Und die EZB, selbst wenn sie die Boah. Zinsen jetzt hebt, die Schere ist weiter existent. Und das ist wirklich krass. Und jetzt sind wir schon beim Dollar 1,3% im Minus. Also das muss ich sagen, wir sind wieder live dabei, wie ich damals 2015 beim Euro-Schweizer Franken-Crash. Das 168 Ding Pips. ballert nach unten durch. Wahnsinn. Das ist der So. Hammer, oder? Also der steht, also wie gesagt, ich hatte im Vorfeld der Sendung oder morgen schon analysiert, welche Werte kannst du machen. Und dass der Dollar dann jetzt Euro der so schwer unter Beschuss kommt, hätte ich nicht gedacht. Aber wie ich bereits erwähnt habe, sollte man diese Zone jetzt durchaus beachten, weil es ist wirklich ein Cluster. Da könnte ein Fakeout Ja. entstehen, aufgrund der, jetzt bin ich schon Euro-Cut, da sind wir eh gleich schon durch, aber Euro-US-Dollar hier. Also in allen Zeitebenen aufwärts gerichtet. Und jetzt muss man wirklich mal ein, zwei Tage mal schauen, was nach dieser Kerze passiert. Und dann, Ein ja, Fakeout, wenn ich intervenieren darf, Bernd, ein Fakeout ist natürlich immer das Mieseste unter Trader-Gesichtspunkt, aber wie gesagt, Trend klar. folgend, geopolitisch, global, das ist das nächste Verkaufssignal. Ein Pullback würde ich sogar jetzt shorten, wenn er nochmal in 1,035 hochgeht, das ist der perfekte Short, nachdem eine Unterstützung abgerissen wurde. Wir Wie du sehen natürlich sofort die nächsten Kurse. auch immer sagst, der Preisschart geht vor den Seasonals und vor irgendwelchen anderen Sachen. Man muss sehen, wo findet wirklich Action statt und das ist jetzt gerade hier. Absolut, Und absolut. das ist wirklich ein sehr interessanter Tag heute. Also Gefühlt, aber Bernd, gefühlt will der Markt die Parität auch sehen. Also ich ja, denke, also logisch, würde mich klar. wirklich überraschen, wenn wir zum Freitag nicht die Parität haben, weil das ist nur noch ein Katzensprung. Ja, das hatte ich ja schon vor Wochen oder vor Anfang des Jahres hatte ich geschrieben, 105 steht auf der Agenda und die Parität wird folgen. Wie du es eben schon gesagt hast, die EZB, die kriegen nichts auf die Reihe und US-Dollar, alle anderen Länder überall auf der Welt erhöhen die Zinsen und wir eiern hier uns auf Deutsch gesagt, darf ich sagen, den Arsch ab. Ja. Und es kommt nichts warum. Und
Das sieht man jetzt eindeutig an dem Preisverlauf und ja. Der Witz ist, jetzt müssen wir uns natürlich wieder auf die Clusteranalyse besinnen und die nächsten Ja. Jahres durchspielen. Aber der Witz ist ja jetzt, das Dilemma in der Eurozone ist ja mit einer Zinsanhebung genau das Dilemma. Wir hatten ja die Euro-Krise schon vor früheren oder an früheren Zeitpunkten, weil ja die ganzen, sage ich mal, Drittländer oder Zweitländer, wenn die Zinsen hochgehen, haben die ein absolutes Problem. Und wir haben ja die gestiegenen Anleihepreise gesehen. Das heißt, es gibt ein großes Problem aus den Märkten Spanien, Italien, Griechenland, wenn die EZB jetzt die Zinsen anhebt. Also es ist ein Riesendilemma. Dann steht die nächste Euro-Krise im Haus. Und das ist ein Zyklus, aber da haben sie sich alle selber reinmanövriert. Ich meine, die USA wirkt jetzt praktisch gewollt die Wirtschaft ein Stück weit ab, wohl wissentlich, dass die Aktienmärkte und auch der Amerikaner ist ja abhängig von den Aktienmärkten. Rente lässt grüßen, Altersvorsorge auch. Das heißt, wenn die jetzt wirklich theoretisch mal sowas wie Japan erleben würden, also ein Jahrzehnt oder in dem Fall sogar 3 Jahrzehnte fallende, stagnierende Aktienpreise, das wäre der Untergang fürs Abendland. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die US-Notenbank das ewig durch zieht, aber wir sind momentan in dem Punkt, dass sie die Inflation bekämpfen wollen und wir sind in sehr spannenden Phasen. Das war vor ein paar Jahren anders, da hatten wir wenig Volatilität, immer mal wieder kleine Krisen, aber momentan ist es wirklich ein Krisenherd, aber das weckt natürlich auch Chancen. Und Bernd zeichnet schon fleißig den Kiwi, der natürlich hier auch im Einfluss der Zinsentwicklungen steht, obgleich natürlich Neuseeland und Australien ja schon etwas tun, um hier zu agieren, aber wir sehen auch hier einen klaren Abwärtstrend Das voraus und schauen wir mal. ist genau der Punkt, weil interessant ist, Neuseeland und Australien haben ja auch schon die Zinsen erhöht und US-Dollar gibt, also USA, die geben einfach noch mehr Gas. Da ist US-Dollar-Stärke ist absolut dominant im Moment. Da kann man sich auch nicht gegenstemmen. Und wie du auch immer sagst, wenn Währungstrends einmal laufen, dann wird es heftig. Und Yes. Neuseeland-Dollar, US-Dollar auch an einem entscheidenden Level. Und ich habe jetzt gerade mal die Fieber. Also das war auch so ein cooler Entry für den Short. Aber jetzt, wenn ich dieses letzte hochsehe aus dem April 22 hier, wo läuft der hin? Genau an dieses Retracement, 50er-Level. Und wenn ich jetzt hier einen Widerstand mal einzeige, das ist genau dieses Level gewesen. Das sind Cluster. Retracement, Widerstand und dann noch Saisonalität dazu. Und ich kann jetzt noch die Zeit drängen, wahrscheinlich ein bisschen, aber ich kann jetzt hier noch, meine, die Abwärtstrendlinie brauche ich gar nicht einzeichnen, aber wo ist denn die überhaupt hier? Ja, ich meine, die sieht ja, also steiler geht es ja fast nicht. Und ja, auch Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Was haben wir jetzt gemacht? Wie auch immer. Abwärtstrendlinie und unten durch jetzt hier. Jetzt wird es wirklich interessant. Das ist eine ehemalige Unterstützung und jetzt auch hier für mich jetzt mittlerweile ein Widerstand, weil er ist schon durch. Also US-Dollar bombenstark gegenüber allen Währungen, also wirklich allen Währungen. Und wir müsste man sich jetzt eigentlich nochmal den US-Dollar-Yen anschauen. Weil der Yen ist ja eine Vollkatastrophe. Ja, der hält sich aber noch ganz gut, der Yen, würde ich sagen, oder? Was meinst du, Chris? Gegenüber anderen Währungen. Ja, alles Naja, gut. momentan, also der Yen hat ja seine Ja, Klatsche ja. schon bekommen. Also Ja, ich meine, Yen aber. momentan, der konsolidiert, was man sieht, der konsolidiert diese Rallye auf höchstem Niveau aus. Also das ist nicht irgendwie die Das ist Theorie, die schon ich mal hatte, klar. ne, Aber. dass er da nochmal einen Dip macht hier, aber das ist, gebe ich schon recht, also der Yen momentan, aber das ist natürlich genau, also Japan ist da auch in einem absoluten Problem. Also diese Yen-Abwertung ist schon heftig. Also ist wirklich Ja, heftig. deswegen hatte ich ja gesagt, normalerweise, also der Yen ist das, also Yen zinstechnisch das schwächste Währungspaar und US-Dollar das stärkste Währungspaar. Normalerweise muss man den Long handeln, das ist schon klar, seit Wochen, Monaten schon. Das sieht man ja auch in der Aufwärtsbewegung. Und ich sag mal, wo, so, dass der Yen sich heute so gut hält gegenüber dem US-Dollar, bin ich ein bisschen überrascht, aber. Euro gnadenlos schwach. Und ja, wir machen ja die Cluster-Analyse. Man muss immer anhand der Trends, anhand der FIBO-Levels, anhand bestimmter Widerstände, Unterstützungszonen rausfinden, wo finde ich bestimmte Möglichkeiten, um einzusteigen. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, auf eine Umkehr zu warten und dann sich ein vernünftiges
ein Chance-Risikoprofil und ein Setup rauszuarbeiten und dann vielleicht eventuell zu handeln. Aber mit dem heutigen Tag würde ich im Daily Chart, also ja, würde ich jetzt durchaus erstmal noch einen Tag oder 2 Tage abwarten, bevor ich da irgendwas mache. Aber es geht ja darum, dass wir die Cluster herausfiltern. Und das ist jetzt hier, das ist wirklich eine Zone. Ja, man sieht es ja an den Fibos und wo die Widerstände sind. Und ja, wie du mal so schön sagst, die ganzen Chart-Technik-Basher oder wie sie heißen, es funktioniert, es funktioniert. Und mit Trend und mit diesen Clustern auf jeden Fall Erfolg. So. Jetzt habe ich hier den Dollar, also der macht mich echt wahnsinnig heute. Da bin ich jetzt, ich Keine muss jetzt. Schnappatmung, Bernd, keine Schnappatmung. Das Ja, ist. der macht mich jetzt echt wahnsinnig. Ich muss jetzt nochmal in den Intraday hier. Ja. Wir werden sehen, wenn es einen Rücklauf gibt, spannend. Ansonsten Kiwi natürlich vom nächsten Verkaufssignal. Das muss man wirklich sehen, wie es abläuft. Aber was soll man sagen? Die Trends sind da. Du hast ja auch richtig gesagt. Das ist auch eine Meinung, die ich schon immer habe, gerade wenn Währungen Fahrt aufnehmen. Ich meine, ich war der größte Dollarbär seit ever. Also ich habe schon lange dem Dollar den Untergang, aber auch wieder zyklisch übrigens. Zyklisch gesprochen ist der Dollar primär jetzt eigentlich schon seit 2 Jahren circa in so einem Bärenzyklus. Aber wir haben eine neue Zeitära. Man sagt einfach eben gerade wegen der Zinspolitik und auch den ganzen Dingen, die eben seit 2, 2,5 Jahren geschehen sind, ist das ein oder andere saisonale Pattern eben hier dann durchaus oder zyklische Pattern vielmehr hinfällig. Und es ist ganz wichtig, dass man, wenn man die Vorteile dieser Seasonals auch einzuschätzen weiß, eben wirklich immer differenziert, hey, das ist ein saisonaler Pattern, das ist der Chart in den Abgleich bringen und eben hier, sind wir da am Anfang, nach der Wahrscheinlichkeit das idealste Setup wählen bzw. lokalisieren und hier auch versuchen dann daran zu partizipieren. Das ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte. Beim Forex Bull, wie gesagt, sind wir da intraday-mäßig relativ, ja, ich sag mal, unangestrengt unterwegs. Ja, da wird jeden Tag, die Karten werden jeden Tag neu gemischt. Bei den Seasonal Pattern hast du natürlich über Tage und Wochen hingesehen immer wieder mehrere Einflussfaktoren. Nichtsdestotrotz, für mich ein Amazon hochinteressant, wie andere Aktien auch. Wie gesagt, wir hatten ja vorhin in dem Bildschirm auch die Mastercard gesehen. Das sind alles Werte, die sehr spannend sind, wo ich sage, hey, da kann man einfach mal ja, tiefer schauen. Jetzt hast du die Amazon selber nochmal, nee, die Amazon hast du gerade nochmal aufgeholt, aber die Amazon neben dieser Mastercard für mich zwei Hot Picks und jetzt hast du die Amazon noch. Wir sind leicht über den Durst, aber gern kannst du das nochmal einfügen. Bernd, falls du dein Mikrofon wieder anmachst. Ich habe das Mikro an jetzt hier. Also bei der Amgen ganz klarer Aufwärtstrend. Wir haben ein Seasonal Setup in diversen Tools. Und ja, die Abwärts, die, ich sag mal so, der Andreas hat es auch schon gesagt, die Abwärtsdynamik generell an den in den Indizes hat die Amazon, die Amgen nicht in der Form mitgemacht. Und die Amazon, die Amazon und Engine. Amazon, Engine ist einfach mega stark. Und jetzt haben wir im Seasonax 39 Jahre lang ab dem 10. Juli eindeutig aufwärts. 39 Jahre lang, das heißt schon was. Und mit einer Trefferquote von über 70%, mit einem durchschnittlichen Return von 5,06%. Jetzt muss man mal schauen. Ich habe das jetzt hier mal eingezeichnet, die Linien, wann das Setup startet. Und jetzt muss man sich, das ist nächsten Montag startet das Setup. Und da muss man jetzt mal schauen, wo die Aktie dann befindet. Wir haben natürlich jetzt hier einen Widerstand. Das ist schon, was ist hier da? Das ist mittlerweile ein Widerstand hier, ganz klar. Und hier unten haben wir eine Unterstützung. Und jetzt duplizieren. So. Hier haben wir eine Unterstützung. Und jetzt wird spannend sein zu sehen, wann die wo hier startet. Und 39 Jahre ist natürlich schon mal eine Hausnummer, was die Saisonalität angeht. Aber auch wenn man die anderen Jahre sieht, da gibt es Trefferquoten von 76%. Also ja, das ist schon, also Amgen im Sommer immer ein Kauf wert, oder? Absolut. Ich will sagen, ich liebe diese Aktien, Anführungszeichen.
Die ist auf jeden Fall sehr spannend und ich habe die auch historisch seit 2015, 16 immer im Fokus wieder gehabt. Und es ist natürlich auch neben der fundamentalen Rahmengegebenheit wirklich auch eine Aktie, wie wir hier sehen, mit relativer Stärke. Das ist ja genauso, wo man einfach sagt, wir haben jetzt hier, ja, ihr wisst es, Tech-Aktien, die 50, 60, 70% eingebrochen sind. Ich meine, Paypal mit minus über 70, 75% finde ich jetzt dann auch schon geschmackvoll für den einen oder anderen Long-Term-Einstieg, aber die kann auch nochmal 30% krachen. Aber hier in der Amgen, schau dir das an, ich meine, die ist so relativ stabil, ist natürlich jetzt auch nicht so eine aufregende Tech-Aktie, die mal eben 100% macht, ne? Aber es Nein, ist nein, wirklich nein, auch so ein nein. fundamentales Flaggschiff, Richtig, die genau. aber wirklich sich stabil hält, das muss man ganz klar sagen. Also es ist eine der, ja, großen Werte und da gibt es einige im US-Markt, die man hier spielen kann. Und gerade jetzt, wenn dann eben auch eine Erholung wieder einsetzt, Stichwort Sommerrallye, das passt bei der Amgen wirklich wie die Faust aufs Auge. Ich meine, wenn die nochmal zurückkommen würde, was jetzt nicht unbedingt abzusehen ist, aber wenn die nochmal in Richtung 230 pendelt, dann wäre das der perfekte Entry für den Sommertrade eigentlich. Oder sie bricht dann aus. Das wäre natürlich das andere, wenn sie dann über die 255 rausgeht, 260 da oben. Ja, da muss man die nächsten Tage jetzt mal abwarten. Wie gesagt, das Setup startet am Montag. Und tendenziell sollte man bei der Engine long sein. Also irgendwo muss man hier in diesem Bereich hier vielleicht einen Einstieg finden. Stop Loss hier unten drunter. Und ja, schönes Setup. Aber bin ich gespannt, was nächste Woche passiert. So ist es. Also in dem Sinne haben wir doch die Sendung mit Bravour gemeistert. Wieder mal, ich denke, es gab reichlich Content, Infos, Anregungen, Vorgehensweise, Impulse. Schaut euch auf den Links um. Seid gerne am Donnerstag beim Seasonex Workshop dabei. Technik super stabil, Bernd. Das heißt, wir machen morgen das Devisenradar-Webinar auch zusammen. Da auch lieber Jürgen, der fragt Euro-Yen. Das können wir morgen nochmal im Detail durchnehmen. Ich hoffe, du kennst das Devisenradar-Webinar. Falls nicht, Bernd, geh mal auf unseren Pro-Desk. Oben links, zweite Fenster, damit wir jetzt nicht meinen Bildschirm nochmal rübernudeln müssen. Da oben links hat der Kamera vorhin was reingeschossen und da gibt es auch die Webinar-Anmeldung für das Devisenradar morgen, beziehungsweise ohnehin interessante Webinar-Anmeldung. Heute gibt es noch 14 Uhr Mada, Mittwoch dann das Devisenradar-Webinar und am Donnerstag natürlich Seasonex. Schaut's da vorbei. Jürgen, da können wir morgen nochmal Euro-Yen gern auseinandernehmen. Bernd, dann sage ich danke für deine Teilnahme und dann wünsche ich dir eine angenehme Mahlzeit so langsam. Ja, danke, das wünsche ich dir auch. Also ich gehe jetzt mal In dem frühstücken. Sinne. In dem Sinne, Leute, lasst es euch gut gehen. Auf bald, wir drehen den Saft ab. Viel Erfolg Alles beim klar. Handel und wäre schön, wenn wir nächsten Monat hier uns wieder treffen. Ciao, ciao. Ciao, Servus.